Willkommen zurück. Wir sind hier mitten in Life is Strange. Das Leben ist tatsächlich auch sehr, sehr merkwürdig. Und ich weiß damals noch, wie I ich guess she's den not into Blue's Clues or Teletubbies anymore. in Teletubbies, super. Nein, ist sie tatsächlich nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich den Witz gemacht habe. Hamburg Look at ist that. strange, Chloe and beziehungsweise her Hamburg dad ist were so merkwürdig. close. Da haben es mir doch ein paar Hamburger etwas übel genommen, zumindest über Facebook. Und ja, aber ich glaube, You won't play mittlerweile without any wurde es power. dann. Ja, Power müssen wir anschalten, genau. Dann Switch on. I think this junk swallowed her discs. Echt so ein alter Computer? Na gut. Was haben wir hier? I Search. think this junk swallowed her Nee, discs. das habe ich schon gemacht. Was kann man denn hier im Papierkorb noch Who'd have thought nachgucken? Chloe wouldn't pay her parking tickets? Ja, She does love trouble. schön die ganzen Falschparker-Tickets einfach weggeworfen. Da unten ist eine Kiste. Da habe ich das erste Mal, wie ich die gesehen habe, bin ich da durch alles durchgegangen und wollte die aber eigentlich überhaupt nicht mehr Nothing but junk angucken. in this suitcase. Ja, das ist natürlich auch ein toller Koffer. Aber ich mache es jetzt halt tatsächlich so, weil ich weiß, dass dort drinne sind die CDs. Und wer ist das? Auf jeden Fall ist das Chloe. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Machen wir so. So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Also Rachel komplett saved my alleine life. gelassen. Man, I had no idea. Well, Vater you never made much gestorben, effort to find out. Max ist weggegangen. I was 14. We were best friends. Nee, dass in Richtung, dass Rachel meinen Platz eingenommen hat, das würde ich nicht machen, sondern dann I eher never da. forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Nach LA. Mal gucken, ob das vielleicht dieses Jahr mit LA klappt, aber mehr will ich da noch gar nicht verraten. What Und about your über mom? die What did Mutter. Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Einfach gegangen. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Alle sind Gone. weg. Can you put on some music now? Alles klar, wir haben ja die CD gefunden. Das heißt, wir machen mal ein bisschen Musik, damit hier ein wenig Abwechslung reinkommt von der. Ich könnte noch mal mit ihr sprechen, aber nee, wir machen Musik. Weil das weiß ich, das hat Spaß gemacht. Und auch hier wieder könnt ihr gerne ein wenig die Musik lauter stellen. Thank you.
Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Das war die Stelle nicht, sorry. Da habe ich mich etwas vertan, auch wenn die Musik natürlich schön ist. Aber wir müssen erst noch ein wenig die Werkzeuge finden. Was haben wir denn hier? Die Toilette. Wow, dark. I cannot see anything. Ja, dann machen wir doch etwas Licht an. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Ja. Komplett das Gegenteil mit der Haarfarbe. I hope Chloe isn't taking these pills. Und natürlich auch mit einfach mit ihrer Art. Mach mal lieber das Licht aus, sonst wissen wir nicht, was da noch geschieht. Ja. Gehen wir runter, da ist sicherlich irgendwo. Auch hier, wenn das so glitzert, natürlich ist das irgendwie ein stehendes Bild. Genau in diesem Punkt guckt man da hin, aber das. Guckt doch hier, das sieht doch schön aus. Ah, toll. Security. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Nun gut. Fotos. Kate hat geschrieben. Hier gibt's überall Fotos. Seems like forever. Das letzte Mal war ich, wie ich das selbst gespielt hatte, nicht draußen. Das will ich jetzt mal nachholen. Ich bin da irgendwie direkt in der Garage gegangen. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Das sieht echt schön aus. Davon kann man doch mal ein Foto machen. Aber nein, jetzt hat sie ihre Kamera ja nicht dabei, weil sie kaputt ist. Ach komm, eine Runde schaukeln. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Sie möchte gerne reisen, die Welt entdecken. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except Tomb Raider, Lara Croft. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Ja, nicht nur, dass man an sie glaubt, sondern auch, dass sie eine Fotografin werden kann, dass es klappt. Und genau das ist das, was Max braucht. Support. I should be able to find the tools I need here. Ja, davon gehe ich doch auch sehr, sehr aus. Und wir gucken uns doch jetzt einmal das hier an. Nee. Das war es nicht. Irgendwo war es. Dann war es in dem hier. Ja, da war der Fernseher drin. Das wird Konsequenzen haben, das wissen wir. Jetzt zumindest. Gucken wir uns nochmal die. I need tiny tools for that camera. Eben, viel zu groß. Aber ich mach's an. Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms?
For reals? Ja, Sicherheitskameras. Do Chloe and Joyce even know about this? So, und jetzt wichtig wäre noch, kann ich auch close? Ja, das funktioniert. So sieht es wenigstens aus, als ob ich es nie benutzt hätte. In dem Fall ist auch nichts mehr. Aber da oben. Oh, Precision Screwdrivers. Except I can't reach them. Ich weiß, wie ich das eigentlich machen müsste, aber ich mache es jetzt mal, wie ihr das wahrscheinlich auch gemacht hättet, beziehungsweise erwartet hätte. Und zwar, zack, es fällt runter und man kommt nicht mehr dran. Aber, wenn man das einfach runterschiebt, und das dann anmacht, es fällt runter und man zieht es raus. Ohne Mist, das wer mich damals live Lego, die Lego-Spiele spielen sehen hat, der weiß, dass ich bei solchen Sachen ab und zu mittlerweile, naja, sagen wir mal so, mittlerweile weiß ich das so ungefähr, weil ich halt diese Art von Spiele gerne spiele. In letzter Zeit spiele ich, glaube ich, nur noch das. Also von Walking Dead Season 1 und 2, da bin ich jetzt gerade bei der zweiten dabei und dann habe ich Wolf Among Us gespielt und jetzt Grim Fandango habe ich auch die Tage angefangen und werde ich weiterspielen in der Remastered-Version natürlich und bin ich mal gespannt, was es da so noch alles gibt und wie sich das Genre generell auch entwickelt. Da habe ich auch ein bisschen mit dem Jean-Maxime, also mit dem Game Director gesprochen und ja, also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil mir gefällt dieses Genre sehr, sehr gut. Man hat zwar eine Art von Spiel, aber es ist sehr, sehr viel storylastig und es macht einfach Spaß. Und deswegen ist es in diesen Episodenformaten, ja, auf der einen Seite kann man sagen, es ist... Es ist so ein bisschen nervig, weil man will halt dann das gerne am Stück spielen. Auf der anderen Seite, ich bin ein, die den Podcast vor allen Dingen hören, die wissen, ich bin ein Serienfreak ohne Ende. Und da ist es auch so, jede Woche kommt eine Folge raus, die aber nur 20 Minuten lang ist. So eine Episode geht 2 Stunden ungefähr knapp und danach muss man 6 Wochen zwar warten, aber es geht danach weiter. Und ja, das ist doch sehr, sehr schön und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Jetzt wird die Kamera repariert. Und jetzt kommt gleich die Szene, die ich meinte. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Are you shitting me? That asshole's everywhere. Wait. I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Ja. Now tell me the Sie truth, Max. Hat ihr das Leben gerettet. Definitiv. Und ja, wir gehen auch da ganz klar in Richtung Wahrheit. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Natürlich nicht, weil wir das auch nicht wussten. Deswegen gehen wir auch in die Richtung not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Ja, aber nur ein bisschen, weil so richtig schlau sind wir natürlich nicht daraus geworden.
aus der Konversation. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Und da gehen wir auch. Ja, wir sind wahrheitsgemäß einfach mit ihr. Das ist eine der besten Freundinnen. Gutless prick. How scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Ich soll ihm nicht vertrauen, weil er nur ans Geld denkt. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Jetzt kommt endlich die Szene. Mein Gott, das ist zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This day couldn't get any stranger. Absolut, aber irgendwie ich mag einfach das komplette Drumherum. This song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Rock out, girl. Vor allen Dingen Rock, das ist mir damals schon aufgefallen, mit R-A-W-K. Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up, we need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. Und er kommt hoch. Der Stiefvater kommt hoch. Chill, I'm changing, is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. So, bevor wir aber hier uns jetzt verstecken und der Vater, der Stiefvater oder auch Stepführer, wie er mal genannt worden ist, was ich sehr, sehr cool fand, oder Stepdick, sie hatte tausende Worte für ihn, Stepass. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, das war Folge gefühlt 8, ich weiß es nicht, 4, 5, 6, 10. Bis zum nächsten Mal. Ciao.